Ey, willkommen wieder zurück zu Legacy of the Duelist. Jetzt geht's weiter mit dem Chot-Duell. Das Duell zwischen Pegasus und Dr. Crowder und eigentlich auch Bonaparte. Aber naja, ich bin schon gespannt auf Pegasus Deck. Ich mag Pegasus. Pegasus hat einfach so ein unglaublich cooles Deck eigentlich. So, wir haben ja dieses Toon-Deck. Antike Angriffsritter. Zwei verdeckte Karten. Das gefällt mir nicht. Toon-Kanonensoldat. Ich hole mir Toon-Angriffsgoblin. Eine Karte verdeckt. Du bist dran. Ja, genau. Ah, er hat, ja. Begrenzt Entferner, das war so klar. Aber... er muss sich halt von seinen Monstern verabschieden. Belastend. Okay. Ich aktiviere Toon Königreich. Da wir ja Thunwelt auf dem Feld haben, können wir ja die Thun-Jungfrau-Spezialbeschwörung beschwören. Noch eine. Eine Kopierkatze. Ich hole mir den antiken Antrittsritter. Normalbeschwörung. So, ich kann jetzt mit den Thun-Jungfrauen noch nicht angreifen, aber dafür mit dem antiken Antriebsritter. Das ist super. Schattentun. Oh, okay, das ist ziemlich interessant. Ein Thun-Kanonensalat. Ich kann ja auch... Monster opfern, ihm noch, noch zusätzlichen Schaden zufügen. Ich weiß nicht, reicht das? Nee, ich glaube, das reicht noch nicht, ne? Ja, wow. Ja, reicht noch nicht. Also wenn Crawler jetzt nichts sieht, habe ich gewonnen. Ich glaube, ich kann ja auch direkt angreifen, ne? Ja, bitte. Nochmal direkt. Ja, easy. So, wir haben als Schöpfer gespielt und jetzt haben wir ein... Jetzt müssen wir ein Duell oder ein Herz aus Eis brechen. Denn Alexis ist ja auch unter dem Bann von Sartorius gefallen. Und... ich würde sagen, ich starte als Zweiter.
Alexis kann sehr, sehr gefährlich werden. Okay, komm. Wir haben Necro Shade und Rüstungsbrecher. Schneedrache. Flare Scarab. Wir haben ja nur den Flare Neos im Extra Deck. Das ist belastend. Ich würde sagen, Spark Man. Greif einfach mal an. Ich krieg jetzt eine Eiszee-Marke, aber das ist mir egal. Necro Shade wäre schon ziemlich brauchbar. Weil dann kann ich Neos ohne Opfer beschwören. Eine Karte verdeckt. Ich greife einfach mal an. Dann opfere ich Sparkman, hole mir Necro Shade. Weil Necro Shade ist halt am besten im Friedhof geeignet. Okay, mich wundert es gerade, dass sie nichts. Nein. Okay, ich hole mir den Rüstungsbrecher. Einmal. Aber klar. Und Necro Shades. Okay. Alle Monster kriegen eine Eiszielmarke. Kommt noch irgendwas? Eine verdeckte Karte. Okay, wir könnten Neos rufen. So, opfern wir mal Necro Shade und Rüstungsbrecher und holen uns den geilen Elemental Neos. Und ich glaube, der müsste ja auch eine Animation bekommen. Neos? Direkter Angriff. Ob. Okay, Flare Scarab. Ich weiß nicht, was jetzt nochmal. Ich glaube, der du kriegst. Einmal, wir sind auf 3400. Aber ich glaube, der wird stärker für jede Zauber- oder Fallenkarte auf dem Feld. Ich glaube, wir können das Duell gewinnen. Okay, ich hole mir mal einen Flare Neos. Ja, ich glaube, wir haben das Duell gewonnen. 4500 direkt. Necro Shade Bandes. Yeah. Schwierige Liebe. Jetzt müssen wir als Zane gegen Cyrus antreten. Ho, 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 ho. Jetzt müssen wir den Cyber Finsternis Drachen im Extra Deck haben. Der ist, glaube ich, etwas schwieriger zu beschwören.
Fuck. Fünfköpfiger Drache. Ja, Cyberfinsternisdrache und ja. Okay, ich hole mir den guten alten Jagddrachen. Greif einfach mal an. Okay. Elegante Wohltäterin. Als ob ich gerade Kraftbündnis bekomme. Maskierter Drache und ihn. Und bis dann ist kleiner. Nochmal eine elegante Wohltäterin. Den kann ich wegschmeißen. Und den hier. Ich kann mal die Karte verdeckt spielen. Hole mir den maskierten Drachen. Ambulance Royd und es war Uf Royd. Wow. Für so ein Monster habe ich ja keine Angst. Okay. Ich hole mir den guten alten Explodierdrache. Explodierdrache. Greif an. Und noch 1400 direkt. Na, kleiner Bruder. Ich wische gerade sowas von dem Boden mit dir. Ach, wie süß. So ist denn ein neues Roid-Monster. Oder ein neuer Roid-Monster. Ich krieg noch einen extra. Na komm, ich hole mir Cyberfinsternishorn. Und ich quippe es mit ihm hier. Okay, 2500 und 1400. Du willst es also unbedingt. Ja, bitte, ich möchte einen Effekt aktivieren und ich möchte mir einen neuen Drachen holen. Und zwar den guten alten zweiköpfigen Behemoth. Komm, equippe ruhig deinen Truck-Roid. Du
Denn ich habe gerade gewonnen, mein Guter. ...1500. Und sprich dein letztes Gebet, Kleiner. Ja. Yeah. Die Hand der Gerechtigkeit. Jetzt kommt das Duell zwischen Jane und Sartorius. Und ja, dieses Duell ist sowas von luck-based. Ich möchte als Zweites spielen. Ich glaube, wir haben jetzt viele Elementar-Held-Neos-Fusionen. Erneuter Münzwurf. Okay, fängt schon mal scheiße an. Lichtbarriere. Nah. Ja, genau. Okay. Der hat jetzt schon vier Monster. Ich muss halt irgendwie eine Karte ziehen, mit der ich einfach alles zerstören kann. Ich habe halt nichts. Okay, ich mach mal eiliger Notruf. Boah, das ist jetzt doof. Wir haben nicht mal Stratos im Deck. Ich hol mir Sparkman. Elegante Wohltäterin. Könnte Neos spielen. Ich glaube, ich werde auch Neos spielen. Okay. Jetzt 3000 Angriffspunkte. Ich glaube, das ist ja irgendeine Falle oder so. Ja, aber klar. Okay, das hat jetzt den Schaden minimiert. Okay, ich beende meinen Zug. Ah, fuck. Okay, ich habe wieder ein E gezogen. Sparkman! Er hat nämlich ein Arcane Macht Deck, was sehr, sehr interessant ist tatsächlich. Ich glaube, es gab eine Neos-Fusion, die auch Durchschlagen Kampfschaden gemacht hat. Okay, der Lichtbarriere-Effekt ist weg. Weg. Uff, Flare Scarab. Ja, könnte durchaus nützlich sein. Ich könnte... Obwohl, es ist eher eine dumme Idee, wenn ich jetzt... Oder? Er hat vier verdeckte Karten, ich hätte drei. Das wären dann 1200. Extra. 1200 plus werden 2800. Dann wären wir bei 5300.
Obwohl, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich glaube, wir könnten das Duell tatsächlich gewinnen. Wir holen uns Flair Neos. Mit törichtes Begräbnis holen wir Neos in den Friedhof. Dann spielen wir das O. Holen uns Neos. Und setzen das E. Ich glaube, das war eine gute Idee. So, 4500 direkt. Ja, die hat nichts. 2500. Boom. Yes. Wir haben die Gesellschaft des Lichts zerstört. Und dann kommen wir zum Ende der zweiten Jax-Staffel. Mit Zukunftsänderungen. Bis dann und ciao, ciao, ihr Verrückten. Bis zum nächsten Part.